Jetzt, meine Damen und Herren, kommt einer der erfolgreichsten und, ja, schönsten, einer der erfolgreichsten auf jeden Fall, sagen wir mal, einer der mittelmäßig schönen, ja. Und es wird auch nicht optisch zumindest nicht besser, inhaltlich ja, meine Damen und Herren, hier ist Johann König. Ja, danke schön, vielen Dank. Ich habe, vor kurzem mal überlegt, was zurzeit richtig gut ankommt in der Humorbranche und was ich davon selber noch nie ausprobiert habe. Und ich habe dann etwas gefunden und habe ganz schnell eine entsprechende Nummer geschrieben. Und diese Nummer werde ich jetzt hier zeigen. Ich möchte mit dieser Nummer mein Spektrum erweitern. Und auch ein Stück weit zeigen, dass das Bauchrednern im Grunde völlig überschätzt ist. Ja, hallo. Hallo. Ja, wer bist denn du? Schweinchen! Ja, hallo, Schweinchen! Hallo! Onkel! Aber ich bin doch nicht der Onkel! Nein! Nein, ich bin der Johann! Johann! Ja, Johann, Johann, Johann. Du Schweinchen, ich stell doch die erste Frage. Ja, genau, dann mach auch. Du Johann. Was soll das eigentlich hier? Schweinchen, ich möchte auf den Puppentrend in der Comedy aufspringen. Aha. Ja. So, so. Ja, dann. Toi, toi, toi. Danke, Schweinchen. Kannst du denn überhaupt richtig Bauchrednern? Ja klar, siehst du doch. Ist doch keine Kunst. Hä? Hä? Nee. Schweinchen. Schweinchen. Wir sind falsch. Nein. Du bist falsch. Ruhe. Ich hab keine Stimme mehr. Ruhe. Jetzt haben wir es wieder. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Du Schweinchen? Ja? Was willst du denn mal werden? Geschnetzeltes. Du willst Geschnetzeltes werden? Ja. Rindergeschnetzeltes. Du willst Rindergeschnetzeltes werden? Ja. Du bist doch krank. Nein. Du Johann? Ja, Schweinchen? Was tust du sonst mit deiner rechten Hand? Ich spiele damit Tennis oder Badminton. Oder Tischtennis. Genau, ich kann damit etwas hochheben. Oder runterholen. Sie
Sag mal, Schweinchen, wie war eigentlich deine Kindheit? Möchtest du uns da etwas mal drüber erzählen, über deine Kindheit? Ach, das ist eine lange Geschichte. Meine Mutter war eine blöde Sau, denn sie hatte für den Beruf die Kinder aufgegeben. Mein Vater, das faule Schwein, hieß Eberhard und wälzte sich den ganzen Tag im Dreck. Und meine einzige Schwester sah aus wie Miss Piggy. Aha, wo habt ihr gewohnt? Wir wohnten auf einer Farm bei Old MacDonald und hatten nur eine einzige Hoffnung. Wir wollten so schnell wie möglich ein Burger werden. Einfach, um ein bisschen nützlich zu sein. Schließlich ja. Sind wir Nutztiere. Schweinchen, das ist jetzt kein Spaß mehr. Glaubst du, mir macht das Spaß, einen Text aufs Band zu sprechen, damit du nachher als neuer Bauchredner-Gott rüberkommst? Oh, er kann auch Bauchreden und trinken zugleich. Wie macht er das nur? Dann halte ich wenigstens halt einen Text. Halt du die Fresse. Toll, Stimmung im genau Arsch. Genau wie deine rechte Hand. Ja, toll. Und jetzt? Ach, kein Problem. Kennst du den? Geht eine Bauchrednerpuppe zum Urologen. Kenn ich. Und sagt, Herr Doktor. Kenn ich. Herr Doktor, ich hab hinten drin. Kenn ich. Halt die Fresse oder ich schneid dir den Hals ab. Das würde ich mir gut überlegen. Denn danach kannst du nicht mehr so richtig gut. Was? Was hochheben. Und? Ich würde sagen, Sascha Grammel kann einpacken. Dankeschön. Johann König. Vielen Dank.